Oh hey, kennt ihr Süßigkeiten, die ziemlich schlecht sind? Ich auch. Deswegen werden wir darüber reden. Wir haben wieder eine klassische Regelungen befolgt. Und zwar hat sich jeder drei Süßigkeiten herausgesucht. Ursprünglicher Plan war, wie wir früher schlecht waren. Dann dachten wir uns, hey, ich mag die bis zum heutigen Tage nicht. Also wahrscheinlich eher generell. Frage ist natürlich wieder, wer will anfangen? Ich könnte wieder anfangen. Ich glaube, Fully will anfangen. Ja, ich droppe nämlich etwas. Eine Sache bei einer Süßigkeit, wo ich glaube, die niemand wirklich mochte und alle immer nur höflich etwas genommen haben, was irgendwie bis heute eine Sache ist, die passiert. Es war immer damals, wenn jemand Geburtstag hatte und jemand was mitgebracht hat, dann haben die Leute ganz gerne Dickmanns oder so mitgebracht. Diese Schaumküsse, ihr kennt die Scheiße, egal wie ihr sie jetzt nennt. So, und niemand mochte, ich glaube es niemand, dass sie mochten. Ich kannte niemanden, der sie mochte. Wir haben sie alle genommen. Niemand wollte die scheiß weißen Teile haben, weil die Schokoladendinge halbwegs geschmeckt haben. Und viele Leute haben Schwachsinn damit gemacht, sich das ins Gesicht gedrückt, keine Ahnung, teilweise weg. Niemand wollte die ganze mal essen. Niemand wollte den zweiten haben. Es ist immer welche übrig geblieben. Die wurden auch auf Stühle gelegt, dann hat sich in jemand reingesetzt. Ja, genau, sowas. Niemand mochte die. Ich mag die bis heute nicht. Wie kann man das essen? Das okay, folgendes Gegenargument. Ich mochte sie damals nicht, aber wie der Geschmack für ein gutes Bier in einem Mann erst wachsen muss, habe ich mir vor 2 Monaten so eine Packung gekauft. Ich dachte mir, das ist okay. Ähnlich verhält es sich bei dir mit Erdnussflips. Da bin ich immer noch nicht einverstanden. Ich mag Erdnussflips, mach mir keine Vorwürfe. Doch, mache ich. Und zwar jeden Tag. Ich bin kein Fan davon, dass ich der eine Typ bin, der es alles anders sieht. Aber bei Dickmanns, es gibt diverse Begriffe dafür. Bin ich der Meinung, dass sie, ich denke, sie sind durchaus akzeptabel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie übermäßig schlecht sind. Ich sehe, was das Problem davon ist, weil sie viel zu süß sind. Ich meine, Schokolade drumherum, okay, eine Waffel, Schokolade, Waffel, klassische Kombination, kann man nicht viel gegen sagen. Aber dann dieses Zuckerschaumzeug da drin ist einfach zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Mein Vater hat mich immer dafür geschämt, dass ich Marshmallows überm Feuer röste und dann dieses klebrige, einfach nur Zuckerzeug esse und im selben Atemzug hat er sich einen Dickmann in die Kehle gestopft. Das fand ich nicht okay. In die Kehle. Aber diese Waffel, sie schmeckt erstens nach gar nichts. Nein, die Waffel ist ja zu sagen, dass sie nach irgendwas schmeckt. Sie hat keinen Geschmack. Was? Nein. Nein, die Waffel, die schmeckt nach nichts. Was? Nein, weißt du, wie ich die esse, wenn dann hast du das bisschen Schokolade da und dann dieser Schaum, der irgendwie, wo man sich denkt, der könnte jetzt irgendwas Besonderes beitragen, tut da, aber nicht. Es schmeckt einfach nur nach Zucker. Denkst du so, es ist irgendwie einfach viel zu süß. Dann hast du Durst. Wenn du nichts zu trinken hast, denkst du so, hätte ich den mal lieber nicht gegessen. Ja, doch, das stimmt. Wenn man danach was trinkt, dann ist alles so ranzig und nicht mehr süß. Ja. Sag, was ist euer Problem eigentlich? Und pass mal auf zu der Sache, die Waffel ist nichts Besonderes. Weißt du, wie ich die esse? Also die kleineren davon, die großen sind. Gibt es die großen überhaupt noch? Pass auf, die großen Dickmanns, vor allem die dänischen, also das sind ja keine Dickmanns, aber dänische Schokoküsse, die mag ich wirklich gern. Und die kleinen finde ich auch okay, aber Fully hat einfach vollkommen recht, dass vor allem früher auf diesen Geburtstagen, immer wenn das rumgereicht wurde, habe ich mich beeilt, mich irgendwo hinzubegeben, wo ich wenigstens noch die mit der Zartbitterschokolade erwische und nicht die mit der weißen oder Vollmilch. Ja, pass auf, aber wie ich die kleinen esse, war hauptsächlich so, dass ich den ganzen Schaum, Zuckerschaum und Schokoteil, sich das abbeiße und noch die Waffel einzeln ab, bisschen Schokolade an der Seite und esse ich die Waffel und denke mir so, oh, die Waffel ist das Highlight davon. Also, wir Dickmänner müsst uns von dir sowas nicht anhören. Diese Waffeln sind fucking wir haben auch einen gewissen Ehrenkodex und Vorschriften, die wir uns zu halten haben. Die Waffel ist das Highlight und sie wird zum Schluss aufgehoben. Haben wir stellenweise irgendwie aufeinander gestapelt und einen Turm mitgebaut. Und wir dachten, was soll die Scheiße machen? Und das Kind, was die Schokodickmanns mitgebracht hat, oh. Aber die Waffeln sind fucking geschmacklos, Morgi. Ja, sind sie auch. Ich stimme ganz nicht zu, Dickmanns sind. Ich denke, es hat seinen Grund, warum sie bis zum heutigen Morgi, Tage noch regulär verkauft werden. Kennst du diese Eiswaffeln? Dickmanns sind okay, kleine, nur die kleinen finde ich kleine, nicht so gut. Für kleine Kugeln, die einfach wirklich nach gar nichts schmecken und einfach eine schöne Verzierung haben. Nicht die Zuckerwaffeln, die wirklich Pappdinger. Ungefähr so schmeckt das mit den Dickmanns. Es schmeckt einfach nur nach Papier. Fully, ich bin mit den Waffeln vertraut. Sagt der Typ, der Esspapier auf seiner Liste hat. Ja, es ist Esspapier. Wer was? Du hast Esspapier auf deiner Liste stehen und verteidigst die Waffeln. Ich habe Esspapier nicht auf der Liste, ich habe viel schlimmere Dinge gefunden. Aber weißt du was, ich fange jetzt an. Ich bin mit der schlechten Süßigkeit dran.
Und zwar sind es diese, es sind kleine Schokoteile, ich weiß ja nicht, wie die heißt. Und da sind so pinke Kugeln und sowas so ein bisschen drauf. Es sind quasi so Linsen, aber sie sind unten Schokolade und so ein paar Kugeln drauf. Die haben so ein bisschen Minzgeschmack quasi, diese Kugeln da drauf. Ja, oh mein Gott, ich hasse diese... Zuckerkugeln drauf. Generell irgendwelche solche Smarty... Oder auch solche Smarty-Verschnitte mit Pfefferminz außenrum. Nein, oh mein Gott, sie sind die sind so der schlecht. Shit. Oh Gott, die sind so lecker. Ich weiß nicht, welche. Ich liebe Schokolinsen mit Minz außenrum. Die weiß und pinken. Nein. Oh, meinte die, die so ein bisschen Minzgeschmack und Schokolade in der Mitte hatten? Oh, die sind auch. Oh mein Gott, das ist das Schlechteste. Wenn ich die immer gegessen habe, dachte ich mir immer so, aber ich hätte doch so. Warum? Da ist Schokolade drin. Nein, aber warum schmeckt es nicht? Smart. Die sollen nicht wie Smarties schmecken. Die gab es immer bei meinen Großeltern, okay? Deswegen bin ich da voreingenommen. Das ist eine nostalgische und sehr schöne Kindheitserinnerung. Ein sehr, sehr schöner Geschmack für mich. Und ich mag Minze mit Schokolade. Das passt gut zusammen. Ja, ich auch. Weißt du was? Sie sind, ich denke, die Teile sind eine gute Metapher für Großeltern und für die Großmutter. Sie sind wirklich sehr süße und liebenswerte Persönlichkeiten. Aber sie kriegen dann Minze. Wow. Aber nein, Minze und Schokolade. Mein Opa hatte immer solche uneingepackten Hustenbonbons in der Hosentasche. Es gab auch so Bonbons, da hattest du, das war Pfefferminzbonbons und da war Schokolade in der Mitte. Das war unglaublich lecker. Nein, was? Doch. Die finde ich nicht so geil wie die Linsen. Die Schokolinsen sind mein Favorit, was das angeht. Die Schokolinsen mochte ich auch. Also, die Linsen du musst sind sie nicht mal, so schlimm, wie... welche meint, aber wenn das du musst sie mal einfach Schokolade etwas so länger im Mund behalten. Bis du sie fast zerlutscht hast und dann drauf kauen, dann sind sie nämlich weich und warm. Ja, und genau, ja gut, dann weiß ja, das ich, war das, was ich gemacht habe, um es halbwegs erträglich zu gestalten. Na gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Linsen sind nicht zwangsweise das, was ich am schlimmsten finde. Was ich am schlimmsten finde, sind einfach diese Schokoteile mit den Minzkugeln dann oben drauf. Die mag ich tatsächlich auch nicht so gern, aber die... Die waren in meinem Bewusstsein noch nie wirklich eine Süßigkeit, die man einfach mal so snackt, sondern die waren immer nur für mich sachdienlich dazu, um einen Zucker, Lebkuchenhaus zu verzieren. Das kann sehr gut sein. Ich habe sie auch nicht wirklich so gehabt. Ich weiß, dass ich sie ein, zwei Mal so ein paar davon gegessen habe. Ich dachte immer, oh. Und ich weiß, dass ich sie, wenn ich das Zuckerhäuschen beklebt habe, immer am liebsten genascht habe. Auch wenn ich sie nicht als Süßigkeit irgendwie abgestempelt hätte. Haben wir das nicht beim Lebkuchenbaum gemacht, dass man die Hälfte gegessen hat? Ja, das war doch kein Nachteil. Shit daran. Das ist doch gut. Das war das Gute daran. Auf jeden Fall Minzteile, schrecklich. Jonas, Mann. Ja. Was hast du für uns mitgebracht? Öffne den Sack. Zwei Worte. Okay. Gelee-Bananen. Oh mein Gott, die sind super! Nein, das ist so scheiße. Das sind Gelee-Bananen, warte. Boah, die sind so widerlich. Sind das die mit Schokolade außenrum? Ja, ich hasse diese. Oh mein Gott, die sind so super, was ist dein scheiß Problem? Die sind fucking widerlich, Mann. Ja, nein, was ist denn los? Die sind ekelhaft. Ich hasse künstlichen Bananengeschmack. Ich weiß, dass du künstlichen Geschmack hast, du hast meinen Vortrag darüber gehalten. Das ist ja nicht meine Banane, das ist einfach nur irgendein durchsicher... Ich hasse nicht zwangsläufig künstlichen Geschmack. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, dass man für jede Art von Frucht irgendwie zwei Geschmäcker abgespeichert hat. Einmal den künstlichen und einmal den echten. Und bei Bananen ist der künstliche ziemlich widerlich und ätzend. Der ist so fucking... Ach, es schmeckt einfach nach Säure. Und Banane ist nicht sauer. Da gab es auch immer welche aus Edeka. Ich glaube, meine Mutter hat immer welche mal aus Edeka mitgebracht. Und ich fand die sowas von ekelhaft. Dann mir, was ist das? Da habe ich irgendwann einfach nur die nicht komplett gegessen, sondern raufgebissen und da ist durchsichtiges Gelee drin. Ja, genau. Ja, das fand ich wirklich das ist ja, echt nicht. Ich dachte, da war eine Creme oder so. Nein, das. Warum? Ja, und ich habe sich erst nach mir, oh, ja, was ist das? Uli war sehr überrascht, als in den Gelee-Bananen Gelee drin war. Da ist das Gelee. Ich fand sie immer durchaus okay. Ich dachte mir, ist okay, ist ein guter Snack. Ich meine, es könnte schlimmer treffen. Stell dir vor, ich hätte so eine Pfefferminz-Scheiße oder so. Dementsprechend, Gelee-Bananen ist okay. Ich mag Bananen. Ich wurde von meiner Zahnärztin traumatisiert. Ich habe immer so ein ekelhaft Bananen, es sollte angeblich nach Bananen schmecken, so ein Reinigungszeug auf meine Zähne bekommen, wonach ich dann 3 Stunden irgendwie nicht putzen oder essen durfte. Und es war, ich fand es echt ekelhaft. Und irgendwann habe ich gefragt, wieso schmeckt das eigentlich so? Und dann so, ach so, ja, das ist nur für die Leute, also das nehme ich eigentlich nur bei Kindern. Das ist die Situation, in der sie sich für Minzsätze entscheiden sollen. Vollidiot. Gib mir bitte Minze oder was Neutrales. Warum musste ich jahrelang diese widerlichen Bananenscheiße ertragen? Das habe ich aber nicht gesagt, ich habe mich nicht getraut. Wisst ihr, was ich an der Stelle mal anmerken muss? Ich salutiere vor all den Eltern, die aus irgendwelchen Gründen
warum auch immer, der Meinung sind, dass sie diese seltsamen Süßigkeiten überhaupt erst kaufen müssen. Dass wir alle mal Gelee-Bananen gegessen haben, was sagt das aus? Wer zum Fick kauft Gelee-Bananen? Oder ja, diese Mitzeile oder so. Das Süßigkeit, die ganzen so nein, gute Dinge. Warum sollte man das kaufen? Ich habe die ganzen Sachen, die ich nicht mag, meistens nur bei irgendwelchen Fuckkindern aus der Schule gegessen, auf deren Geburtstagsparty ich eigentlich sowieso nicht wollte. Also bei mir war das einfach so, meine Mutter hat öfter verschiedene Sachen geholt und dann habe ich gesagt, ja, schmeckt mir nicht, und dann hat sie die nicht mehr geholt und dann hat er Dinge ausprobiert. Das ist halt, keine Ahnung, das war jetzt nicht so wild. Und ich sage ja auch nicht, dass schlimm ist, ich find's nur interessant. Genauso habe ich auch immer nur bei anderen Kindern gesehen, wie sie diese fucking Armbänder und Uhren und komischen Halsketten aus irgendwelchen Zuckerzeugs um ihre Gliedmaßen getragen haben und sich die Zähne daran kaputt gebissen haben. Und ich dachte mir so, was soll denn die Scheiße? Ich habe die Teile geliebt, Mann. Nein, das ist widerlich. Nein, ich habe die geliebt. Es schmeckt nicht mal nach Zucker, nach Traubenzucker oder so. Es ist einfach nur hart und süß. Die lecker. Ketten sind leckerer als die Uhren. Die Uhren sind ziemlich mehlig, aber die Ketten waren süßer. Nee, die Ketten sind genauso mehlig. Also dann hatte ich andere besser. Ketten. Nein, das ist ein Fakt, Johnny. Und man hat immer auf dieses dämliche Band gebissen und das wurde dann auch ganz. Das war so matschig. Das wurde ganz nass. Ja, gute alte Erinnerung. Das Band. Das war dann auch so ganz kalt. Und das ist kalt, der war Handgelenk gespürt. Ja, man hat im Handgelenk seine eigene Sabber, die das dann gekühlt hat. Und die Ringe, die man abgebissen hat, die haben dann auch immer so ein bisschen was zurückgelassen. Das wurde immer so staubig auf der Haut. Ja. Gute alte Erinnerung. Verdammte Scheiße. Das ist so eine eklige Süßigkeit. Ja, nein. Die ist echt widerlich. Die war fantastisch. Jeder deswegen steht sie auch auf meiner Liste. Nein, ich mochte sie, weil wenn man sie da hatte, dann. Wisst ihr was generell, diese fucking Trolley-Zeug? Esspapier, diese komischen Uhren und so, das ist scheiße. das ist scheiße. Ja. Wie kann die Familie Trolli nachts überhaupt schlafen gehen mit dem Wissen, dass sie diese Produkte auf den Markt geworfen haben? Ich stimme zu. Es gab ein paar gute Sachen von Trolli, das waren dann aber mehr so Gummibärchen-Abklatsch-Sachen. Ja, genau. Ja. Trolli, was hast du noch auf deiner Liste? Also, wir haben ja noch zwei Hammer. Die Kombination von Pfefferminz und Schokolade. Was wäre mit Pfefferminz-Schokolade? Ich mag eigentlich die Kombination aus Pfefferminz und Schokolade, aber ich halte es für ein Gerücht, dass Leute ernsthaft, also außer alte Menschen, After Eight mögen. Und aus irgendeinem Grund habe ich, als ich älter wurde, immer öfter After Eight geschenkt bekommen nach dem Motto, ach ja, du bist ja jetzt älter, du willst ja nicht mehr diese Kram. Dann bekam ich After Eight und dachte, du bist ja jetzt schon After Eight. Und ich war immer nur sehr enttäuscht und ich dachte mir, kann ich nicht irgendwie sowas wie Kinderschokolade bekommen statt After Eight? Das ist leckerer. Alter, Kinderschokolade ist gut. Ja, eben. After Eight, das ist so eine Sache, diese Minz-Schokolade-Sache hat irgendwas mit dem Alter zu tun. Irgendwas an alten Menschen strahlt Schokolade-Minze aus. Es ist vielleicht, weil es die Nasenhöhlen ein bisschen freier macht. Das sind wahrscheinlich große Worte von mir, etwas derartiges zu sagen. Kommentare erzählen sich, dass ich mir die Nase geputzt, junger Mann. Kommentare erzählen sich, dass ich mir vermutlich auch mal die Nase putzen sollte. Ja. Auf jeden Fall. Will vielleicht nicht sagen, dass sie sich denken, hey, das macht mal die Nase frei, das räumt den Darm auf, dann kann ich wieder vernünftig Bubu machen. Mach mal die Raten. Was? Das räumt den Darm auf? Was laberst du? Ach, keine Ahnung. Kann sein, so wie Pflaumen. Kann halt sein, das sind halt ältere Mägen und sowas. Die sind ein bisschen empfindlicher für derartige Dinge. Das ist halt ein bisschen Minze mal und dann sagt er sich. Naja, auf jeden Fall finde ich auch, dass ich mag Minze und Schokolade eigentlich ganz gerne, aber bei After Eight, das ist einfach zu viel. Das ist viel zu viel Zahnpasta auf einmal. Ja. Das ist einfach Zahnpasta und Schokolade. Die schluckst du dann runter. Schokolade. Und dann dieselben Personen, die das dann essen, machen am nächsten Tag ein YouTube-Video, wo sie jemanden pranken, indem sie Zahnpasta auf den Oreo-Keks schmieren und das dann in einen Mülleimer kotzen. Was? Die machen mich krank! Dieser Oreo-Keks mit der Zahnpasta! Schnell, mein After Eight! Oh Gott, wisst ihr, was er noch... wir reden von Depressionen in Schokolade. Hau nen Hammer raus. Mon Cherie. Halt die Schnauze! Alter, ich hab Valentinstag mit der ganzen Packung reingezogen. Was zum Fick ist euer Problem? Das ist so geil! Wenn jetzt Wolle oder so hier wäre, würde er dir, glaube ich, beipflichten. Ich habe letztens mit irgendwem gesprochen, der. Mon Cherie ist die größte, widerlichste Scheiße überhaupt! Nein, Mann, Mon Cherie ist voll so lecker! Geil.
diese Kirsche da drin, die knackt immer so, wenn man da drauf beißt. Ja, so genau, geil. Das ist so perfekt. Ich hasse die Kirsche. Das ist so satisfying. Ich liebe es. Bei der Kirsche wird mir ein bisschen schlecht, weil es so eine runzlige, beschisse Scheiße ist. Wisst ihr, erinnert dich noch, als wir über den Magen von alten Leuten geredet haben. Die ist nicht so runzlig. Die ist nicht so runzlig, wie du denkst. Und der Likör da drin ist auch lecker. Likör, Problem Nummer 1. Fucking Likör. Da stirbt der Kirschlikör nicht. Wenn du Alkohol trinken willst, dann holst du entweder ein Bier oder irgendeinen klaren Schnaps. Ja, oder was stirbt der Kirschlikör nicht? Kennst du die Definition von Pralinen? Also, wenn du Alkohol willst. Was ist falsch mit dem? Also Schokolade mit edler Füllung. Alkohol ist edel. Ja. Es ist einfach zu edel für dich, Mock. Aber was ist denn mit den Europartys, von denen ich letzte Zeit so viel gehört habe? Ich glaube, der Moggy ist noch zu jung. Moggy, es ist die seltene Piemont-Kirsche. Du musst sie wertschätzen. Also, Boncherie war die Sache. Damals, man hat es immer wieder mal probiert. Ich dachte mir immer so, das schmeckt grausam. Was ist diese Sache mit Alkohol und Erwachsenen? Als Kind werden sie das mögen? Nicht, aber heute mal. Und dann irgendwann war es. Ich mochte sie leider als Kind schon, das war nicht so. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich dann auch Alkohol und sowas getrunken habe und dachte ich mir, hey, vielleicht bin ich ja jetzt bereit für Moncherie. Durch hey, bis ich dachte mir, ich glaube, ich habe dann Tränen im Auge. Das gefällt mir nicht. Du, Moggy ist so einer der Leute, die Alkohol trinken und dann sagen, ja, mir schmeckt das auch. Es ist gut, ne? Und eigentlich hasst er es. Er hasst es wirklich. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich es mag. Und er guckt immer nach links und rechts, ob noch irgendjemand hinschaut oder ob er sein Glas jetzt in die Pflanze schnell wegkippen kann. Ich habe nicht gesagt, dass ich es mag. Ich habe nur gesagt, dass ich dann auf mental vorbereitet war für das Geschmackserlebnis. Also für die bittere Note, die Alkohol mit sich bringt, höherprozentiger. Wodka O oder Cola mit Wodka oder was auch immer man in diesem Alter so exzessiv getrunken hat, trinke ich weniger gern, als dass ich mal Moncherie esse. Ich mag aber auch Wodka. Ich bin nicht so der Alkoholtyp. Moncherie schmeckt mir trotzdem gut. Ja, mir auch. Ich hasse Moncherie so sehr. Aber ich kann es nachvollziehen. Ein Kumpel von mir hat es mal mit Ferrero Küsschen verwechselt. Das war ein sehr traumatisierendes Erlebnis für ihn. Ich ziehe ihn bis heute damit auf. Das war ziemlich lustig. Er saß neben mir und hat plötzlich auf den Boden gekotzt. Vor Moncherie. Naja, er hat seinen Mageninhalt nicht entleert, aber er hat halt die Süßigkeit wieder ausgespuckt und fast geweint. Ja, aber wirklich, die Sache ist bei Pfefferminzschokolade oder After Eight, die Sache ist, oder ja, bei den Uhren nicht wirklich, niemand mag die Uhren, sondern man isst sie nicht wegen dem Geschmack, sondern wegen dem Erlebnis. Wegen dem generellen Kauerlebnis. Ich bin sehr sauer auf diese Sachen. Auf jeden Fall bei diesen Pfefferminzlinsen oder After Eight, ich kann sehen, wie fern es Leute gibt, die das mögen. Aber bei Moncherie, ich weiß, Geschmack ist immer, es ist die subjektivste Sache, die man wahrscheinlich haben kann. Aber bei Moncherie, ich sehe es, ich kann nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, inwiefern das, was daran gut ist. Es funktioniert also so absolut nicht für mich. Es ist keiner Hinsicht. Dann gibst du einfach Frucht mir. Gib ein bisschen Schokolade. Fully ist alt genug. Du bist doch zu jung dafür. Du hast einen sehr, sehr, sehr lieblichen und süßen Kirschlikör in einem Fläschchen. Daneben hast du ein kleines Stück Schokolade und daneben hast du noch eine eingelegte Kirsche. Ja, aber das sind alles, das sind zwei Punkte, die ich nicht mag. Kirschen sind okay. Die Schokolade, die dabei ist, ist scheiße. Und Kirschlikör, ich hasse Kirschlikör. Ja, dann siehst du dein Problem. Auf jeden Fall kann ich es nachvollziehen, dass wenn man Ferrero Küsschen erwartet und in die geile Haselnuss zu beißen und plötzlich matschige Kirsche mit ätzendem Alkohol trifft, dass das ein bisschen enttäuschend ist. Das war, glaube ich, meine Erfahrung mit Moncherie tatsächlich auch, weil ich jünger war und ich dachte, ach, das ist ja genau dasselbe. Und da habe ich das gegessen und dachte mir so, das schmeckt komplett anders. Ich dachte, ich muss an dem Alkohol ersticken. Dann habe ich gelernt, dass es nicht so ist. Das dachte ich nicht. Okay, was ist deine dritte Sache, Moggy? Was? Habt ihr schon eure drei durch? Nein. Ich wollte weitergehen. Eine Sache, die ich auch nicht verstehe, ist, es gibt zwei Fraktionen bei der Sache, die ich jetzt ansprechen werde. Die, die es mögen und die es nicht mögen. Genau, die es mögen und die es nicht mögen. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Nein, pass auf. Wenn das doch bei den anderen Sachen, die wir bisher gesagt haben, genauso ist. Man sagt ja immer, es gibt zwei Arten von Menschen, aber hier zeigt man wirklich, welche Art von Mensch man ist. Entweder du magst ja auch sagen. Oder du magst Lakritz. Ich kann dir auch die Antwort geben. Norddeutschland und Süddeutschland. Ich mag Lakritz. Da verpiss ich doch, du scheiß Bayer.
Und Johnny, wie stehst du, wie stehst du aus Hamburg zu Lakritz? Ich komme aus Hamburg, ich muss. Das wird mir hier in die Wiege gelegt, okay? Ah, als ob ihr beide Lakritz mögt! Es sind die Lakritz-Salzheringe, die mein Leben ausmachen. Die sind da fucking widerlich! Was ist das überhaupt für eine Scheiße? Das ist der Shit. Es ist so geil, salzig und süß zugleich. Das ist unglaublich ekelhaft. Es gibt mildes Lakritzfolie, du, es muss nicht salzig sein, wenn du die Salzigkeit daran nicht magst. Nein, es geht nicht nur um die Salzigkeit, es geht allgemein darum. Ich habe auch ziemlich oft Haribo bekommen und so Colorado und jeder liebt Colorado. Ich dachte mir immer so, Colorado Enttäuschung, ist so gut. Enttäuschung. Nein, pass auf, darüber ich mit Johnny sogar mal geredet in einem anderen Video. Und zwar ist bei Haribo, dass bei Haribo so dieses Problem gibt und das ist der Colorado-Faktor. Nämlich, dass bei Haribo, es gibt viele verschiedene gute Dinge in Sachen Gummibärchen und viele verschiedene gute Sorten. Aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass ich mir denke, ich kann mir auch einfach Colorado mitnehmen. Ja, es gibt so viele Sorten und man kann sich nicht entscheiden und im Endeffekt denkt man, das ist gute alte Colorado. Das ist Enttäuschung. Da ist über Lakritz, alles schmeckt daran nach Lakritz, weil es mit dem Lakritz in Berührung gekommen ist und es riecht dann auch nicht immer so. Lakritz ist eine Art von Süßholz, das verarbeitet wird. Es ist halt echt ein bisschen Pflanze, ja. Ist das nicht so wurzelhart oder so eine Scheiße? Ja. Bäume! Es erinnert mich immer ein bisschen an Coca-Cola. Ich bin doch kein Biber! Nein! Ich kann den Geschmack von Lakritz gar nicht beschreiben. Ich glaube, Leute wissen, wie Lakritz schmeckt. Ich kann ihn ziemlich gut beschreiben, Süßholz. So, ich muss aber sagen, im Vergleich zu Johnny habe ich keine derart ausgeprägte Lakritz-Palette zu bieten. Was ich halt gegessen habe, war Colorado, relativ oft in meinem Leben, weil der Colorado-Faktor, darüber habe ich geredet. Und zum anderen maximal Lakritz-Schnecken von Haribo auch. Ich dachte mir immer, ja, das ist für das, was ist. Es ist das, was ich will und ich finde es gut. Ist okay. Mit Früchten gab, also die bunten. Oh, die fand ich immer enttäuscht. Ich dachte mir so, das ist so, warum sollte ich die kaufen? Das ist ja nicht Lakritz. Was soll das denn? Oh, nein, ich wollte die machen, weil es nicht Lakritz war. Ja, und ich dachte mir immer, warum sollte ich das kaufen? Da fehlt doch das Etwas, das Lakritz-Stecker auszeichnet, weswegen man die Form bevorzugt. Nein. Zeitbomber sind der Shit. Was? Sehr selten, gibt's von Haribo in Deutschland eigentlich kaum, habe ich immer in Dänemark im Urlaub gegessen, weswegen ich sie noch lieber mag. Okay. Mit allen möglichen Süßigkeiten habe ich irgendeine emotionale Erinnerung. Mit Dänemark. Ja, oder mit meinen Großeltern. Ich wollte aber Dickmanns Dänemark erwähnen, also ihr wisst Bescheid. Was? Ja, ich habe Dickmanns und Zeitbomber. Es ist beides, was ich in Dänemark sehr gerne esse. Oh, ja, ja. Schokoküsse, meine ich. Dickmanns okay, aber Lakritz, ja, ich sehe aber auch, wiefern man es nicht mögen kann, weil so ein... Weil das ist wieder die Sache. Es gibt Leute, die sich beim Essen immer sehr anstellen. Zum Beispiel, Brokkoli, das kann ich nicht leiden. Aber das ist so vollkommen... Das ist sehr relativ neutral vom Geschmack her. Lakritz dagegen ist nicht neutral. Überhaupt es ist ein starker nicht. Geschmack. Es sehr ist ein sehr starker Geschmack. Deswegen kann ich auch sehen, warum man das nicht mag. Und ich stelle mich sehen, nicht warum wirklich an mit Geschmäckern oder Essen allgemein. Die meisten Sachen, die ich nicht mag, mag ich nicht, weil ich sie irgendwie langweilig finde oder die Konsistenz seltsam. Aber nicht, weil mich der Geschmack spürt. Lakritz ist wirklich so ein Geschmack, den ich einfach legit ekelhaft finde. Der greift dich einfach seelisch an. Er greift mich seelisch an, ja. So der wie Johnnys dritte Süßigkeit. Tatsächlich nicht. Die ist nämlich einfach nur fucking langweilig und deswegen hasse ich sie. Hau raus. Es geht um die komischen, in Papier eingewickelten Linien aus Zucker. Es ist einfach nur... Oh mein Gott, dieser fucking Fruchtzucker für 50 Cent vom Tante Emma-Laden. Ja, es ist einfach eine fucking Stange aus... Das ist einfach nur Rohrzucker. Die hatten immer die coolen Kids bei mir aus der Klasse. Ja, dann ich mir auch mal abgebissen so und sich in den Rachen geschüttet und ich dachte mir so, warum macht ihr das? Ja, ich fand das immer fürchterlich. Dann habe ich mir die mal gekauft. Und ich Nein, hab's versucht. Ich hab mir die auch gekauft, die sind scheiße. Ja, ich fand's auch scheiße. Und ich habe mich ein bisschen fast an eine Zunge geschnitten bei dem Teil. Ich dachte mir, was soll das denn? Das ist gefährlich. Kann ich immer mit den Krankenwagen rufen? Zu verstehen, das sind diese länglichen Dinger, wo wirklich nur Papier ist, wo man oben einfach abgebissen hat und man hat sich das Ganze, das war einfach nur purer Zucker. Da ist noch irgendwie so eine Scheiße drauf gedruckt. Sieht irgendwie aus, als wäre da so ein Restpapier für irgendwas benutzt worden. Und
Ich glaube, im Englischen gibt es etwas Vergleichbares, das nennt sich Pixie Sticks. Die sind wenigstens noch säuerlich. Da hat es noch in irgendeiner Weise einen Sinn, das als Süßigkeit zu bezeichnen. Aber die, die ich und die Kinder um mich herum immer hatten, das war einfach nur scheiß Zucker. War doch ein bisschen Brausepulver, sehr billiges, aber ich glaube, das war Brausepulver. Bei mir war das kein Brausepulver. Nein, das war einfach nur so Traubenzucker. Das war einfach nur so richtig gut. Ja. Das war Traubenzucker? Okay. Oder einfach nur Rohrzucker, ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, das war Traubenzucker. Ich fand die auch komplett langweilig und, ja. Apropos Traubenzucker, auch nicht so gut als Randnotiz. Ich mag Traubenzucker. Ahoi Brause fand ich eigentlich. Ahoi Brause ist aber kein Traubenzucker. Ahoi Brause. Traubenzucker habe ich eigentlich ziemlich positive Erinnerungen damit, weil wann immer mein Kreislauf irgendwie am Sterben war, was eine Sache ist, die mir öfter passiert ist. So Traubenzucker, ich dachte, wir haben vom Brausepulver gesprochen. Hab ich Traubenzucker bekommen und dachte mir so, ja, es geht mir besser. Obwohl, die hat ein paar Untergewichtsprobleme. Auch wenn es ein Placebo war, ich weiß nicht, kann sein, aber ich verbinde dementsprechend sehr positive. Ich glaube, ich habe nicht Traubenzucker, sondern Brausepulver verstanden und deswegen von der Heubrause gesprochen. Ach so. Das war aber okay. Auf jeden Fall bei diesen komischen Zuckerstangenteilen, da hat dann auch mal, ich erinnere mich noch, als sie der heiße Scheiß war, dann ein Lehrer von uns, der konnte die auch nicht leiden. Dann hat er gesagt, er war so ein Öko-Hoff-Scheiße-Hippie. Und das war jetzt unfreundlich ausgedrückt, er war sehr öko, okay? Sehr, sehr öko. Öko-Hoff-Scheiße. Das ist eine harte Worte, okay? Über seine Einstellung. Auf jeden Fall sagt er dann, und für diese Zuckerstangen, ist euch bewusst, dass dafür Bäume sterben mussten, oder? Was? Was ist das denn für ein Blödsinn? Was ist der denn? Der ernährt sich von Lichtstrahlen und Schatten. Wie eine Blume. Oh Gott, diese fucking Teile waren fürchterlich. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Eine Süßigkeit, die ich wirklich glaube, die ist noch schlimmer für mich. Und das sind diese, oh Gott, wie nennt man die? Jawbreaker oder Tootsie Pops, oder was ist der Name von diesen? Was? Diese komischen riesigen Kugeln, die aus so, keine Ahnung, 50 Schichten haben, wo man für 3 Stunden dran herumlutschen muss. Monsterbälle. Also, ja, die Monsterkugeln kenne ich. Warum haben sie so viele Schichten, wenn keine von diesen Schichten auch nur im Entferntesten akzeptabel schmeckt? Doch, die schmecken voll nicht anders. Die Schichten sind lecker, aber das System dahinter ist komplett bescheuert, weil du es nie aufkriegst. Ja, ich hab monatelang an so einem Teil rumgelutscht, währenddessen habe ich Harry Potter gelesen. Ihr habt das nie zu Ende gebracht und ich fand sie einfach vom Geschmack her auch wirklich so unglaublich widerlich. Ja, die schmecken ein bisschen so wie die Ketten. Na, ich weiß, ich fand die eigentlich ganz lecker. Es gab aber auch, also wir hatten so auch kleinere Versionen. Ja. Wir hatten so kleinere Versionen von diesen Jawbreaker-Teilen, die glaube ich wirklich auch Jawbreaker hießen. Und die konntest du eben mal so weglutschen. Also es war recht angenehm mit den Dingern. Aber die ganz großen, ich habe mir eine gekauft, dachte mir, ja, das ist eigentlich lecker, aber ich konnte es nie aufessen, die Scheiße. Ich fand es zuerst richtig cool, ich habe mir so einen richtigen Besitztum angeschafft, als ich so ein Ding in der Hand hielt. Das war ich erstmal ganz stolz drauf, aber dann lag das einfach tagelang auf irgendeiner Tupperschale in der Küche rum, weil ich es halt nicht aufbekommen habe und es war einfach ekelhaft. Wie die Togo-Flicken-Lick-Lollis, nur weniger cool. Der Togo-Flicken-Lick-Lolli, der ist wie Klappmesser für Kinder. Ja, aber den hat doch nie jemand wieder zugeklappt und weggetan. Den hat man doch immer am Stück. Du kannst ihn licken und dann flicken. Ja, aber das und ist so ein bisschen... Der Jawbreaker hat irgendwo in der Küche rumgegammelt, während mein Flicken-Lick-Lolli ziemlich sick geflickt hat. Aber das ist so wenig Lolli, die kannst du doch nicht essen. Ich habe den Lolli tatsächlich über mehrere Tage aufgebraucht. Wie geht das? Da ist doch nichts dran. Das war wirklich nicht so viel. Aber ich habe immer nur einfach ein, zwei Mal dran geleckt und dann habe ich es wieder weggepackt. Wie eine Ziege an einem Salzstein. Oh. Wie ein Papagei. So, was war jetzt das letzte auf deiner Liste? Ach ja, der Jawbreaker, genau. Der gute Jawbreaker. Scheiße. Ich habe mir mal einen, ich weiß nicht, was ich gekauft habe, da waren wir in so einem Schwimmbad, da gab es die für ein Euro in so einem Kaugummiautomat. Das waren die Kaugummiautomaten für die großen Jungs, okay? Da hast du die große Kugel, da hast du die Murmeln in die Gurgeln bekommen. Und dann hat man das gegessen, ich dachte mir einfach, das ist einfach scheiße. Ich glaube, ich habe wirklich eine Kiefersperre von dem Ding bekommen. Echt jetzt? Ja, aber ich versucht habe, das zu zerbeißen. Oh mein Gott, ja, und dann... Warum sollte man das tun? Bist du ein Idiot? Naja, ich war schon zur Mitte durchgedrungen. Ich habe das nicht bei einem neuen versucht. Ich dachte mir, so langsam reicht's mir. Ich lutsche seit Wochen dran rum. Jetzt geh kaputt.
Gib endlich nach. Ich hab meinen nach dem Tag weggeworfen. Ja, ich auch. Ich fand's halt auch echt widerlich. Hey, deswegen so hätte ich es behalten sollen. Ich war wenigstens ein Mann der Tat. Ich wollte es durchziehen. Nee, ja, nee. Ich habe mir auch gedacht, ich ziehe es durch. Dann habe ich am nächsten Tag gesehen, dass es noch da ist und dachte mir, nein, daran lecke ich jetzt nicht weiter. Weg mit der Scheiße. Doch, da habe ich mich die ersten 3 Tage sogar drauf gefreut. Ich habe den gelutscht und Harry Potter gelesen. Das war in irgendwelchen Ferien, das war ziemlich gut. Weißt du, nein, Johnny. Also wir haben doch vorhin schon über irgendwas schmeckt mit... Schmeckt das nicht nach einer Weile einfach nur nach Spucke? Wir haben doch vorhin schon über irgendwelche angetrocknete Saba gesprochen, oder nicht? Das war vielleicht vor dem Podcast. Das kann sein. Ja, es war nicht so gut. Eklig. Nee, Jawbreaker, man, schrecklich. Aber ja, ja. Ich glaube, ja, oh mein Gott, meine Süßigkeiten. Ich bin stolz auf die 3, die ich ausgesucht habe. Sie waren schrecklich. Fucking Pfefferminzteile mit Kugeln außen. Das ist die Beschreibung, die ich mir niedergeschrieben habe. Moncherie und Jawbreaker. Oh mein Gott, ich hasse alle 3 so sehr. Ich will sie nie wieder in meinem Leben sehen. Wenn ihr eines Tages, in ein paar Jahren, wenn meine Tochter mit dem Jawbreaker hier nach Hause kommt, werde ich sagen, das ist in diesem Haushalt. Wollen wir keine Jawbreaker. Und dann nimmst du einen Hammer und machst ihn kaputt. Ich würde meinen Kindern niemals Lakritz kaufen. Ich würde sagen, nein, geh weg mit dem Teufel. Das ist nicht fair, das sollten sie selber entscheiden dürfen. Nein. Ich ganz im Gegensatz zu Gelee-Bananen. Ich weiß, das kommt mir nicht in die Küche. Ich weiß, was für sie richtig ist. Keine Lakritz-Zeug. Fucking Gelee-Bananen. Fucking Gelee-Bananen. Das ist trauriger. Üblicherweise, wenn man über Essen und so redet, hat man Hunger. Ich hab grad keinen Hunger. Ich auch nicht. Ich hab Durst. Es ist was schrecklich. Ich will nicht mehr. Was fandet ihr so als Süßigkeiten scheiße? Das hab ich dir gerade gesagt, halt die Schnauze. Cool. Da könnt ihr uns auch sagen, denke ich, oder nicht? Ihr werdet so oder so machen. Halt deine Fresse, Alter. Okay. Ich seh schon. Bis dann. Okay, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschö. Als ob ihr Moncherie mögt.